Hola. Moin. Uns haben so ein paar Fragen erreicht. Da wollten wir gerne einmal das kurz beantworten. So die wichtigsten Sachen, die wir euch jetzt schon beantworten können. Ich lese das einfach einmal vor und dann versuchen wir dazu eine Antwort zu geben. So, die erste Frage haben wir bekommen. Kinder 2 Jahre alt, brauchen die Tickets oder nicht? Natürlich nicht. Kinder unter 2 Jahren, die könnt ihr so unter den Arm nehmen, mit reinschleppen, gleich an den Motorengeruch gewöhnen. Gar kein Thema. Was? Kinder unter 6, unter 8, ab wann ist da die Grenze? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ne? Haben wir uns da Gedanken drüber gemacht? Nee. Also wie immer. Wir prüfen das nochmal und blenden das ein. Genau. Zweite Frage, die wir so ein bisschen rausgepickt haben. Was wird euch erwarten? Das hatten wir auch schon ein bisschen angerissen. Und zwar wird das ein kunterbunter Tag mit uns. Ihr könnt mit allen von uns hier frei quatschen, euch bewegen. Natürlich werden wir es ein bisschen hier auch noch hübsch machen. Es kommt ein befreundeter Tätowierer, der bietet hier kleine Tattoos an für kostengünstiges Geld, was dann direkt in die Suchtstehenfelde Jugendkasse geht. Also das wäre was für die Ewigkeit. Es gibt Getränke, es gibt was zu essen, wir machen noch eine Verlosung. Ein Friseur kommt, der versucht so viel wie möglich den Leuten die Haare zu schneiden. Das soll einfach ein bunter Nachmittag morgen werden. Schauen wir mal, was passiert, wie das hier nun mal so ist. Ne? Und ein paar kleine Gimmicks, die aber noch geplant sind. Genau, wir sind da noch mitten in der Planung. Unser Herr Trichterhut hatte eben gerade noch eine richtig gute Idee. Dazu vielleicht nächste Folge nochmal was. Da sind wir in der Planung. Ja. Bisschen Handmade-Arbeit angeteasert für euch. Gibt es ein Programm für den Tag? Das ist wie bei uns, Fuscher-typisch, Programm haben wir nicht. Einlass 11 Uhr bis circa 18 Uhr, die ganze Veranstaltung. Wir leben einfach so in den Tag hinein, das soll locker sein, spaßig sein, einfach quatschen, Wurst essen, was trinken, mit Didi fachsimpeln, das macht er ja gerne, ist der ganze Tag schon ausgefüllt. Dann Kartenzahlung möglich? Nein, leider nicht. Wir deckeln mit diesen ganzen Kosten nur unsere Unkosten. Wir wollen da nicht reich dran werden, deswegen keine Kartenzahlung. Was soll, kann man noch mitbringen außer Eucerin? Ich würde sagen. Was? War gerade eine Frage für dich. Nein, ich beantworte, Didi, du musst doch mal ein bisschen aufpassen. Ich beantworte hier ein paar Fragen von den Zuschauern, die wir uns so rausgepickt haben. Es haben uns eine Frage rausgepickt. Was soll, kann man noch mitbringen außer Eucerin? Auch alles. Die kann alles mitbringen. Ich war wie ein Blumenstrauß. Schönen Blumenstrauß. Für Didi zum Beispiel wäre geil, weil ich liebe Blumen. Hey? Oder zum Beispiel, die können noch mitbringen, einen Kamm. Glitz. Didi, komm, hey? Geh weiter weg. Nein, aber wichtig ist, gute Laune mitbringen. Und natürlich, was sehr gut wäre, wenn die das machen würden, ein Stück Butterkuchen. Weil Butterkuchen kann man immer essen. Das ist Qualität, würde ich sagen. Hightech, oder? Wir haben jetzt alle Fragen. Wir haben jetzt alle Fragen. Alle weiteren Infos bekommt ihr noch, soweit es geht, in den nächsten Videos. Wie gesagt, das wird einfach spontaner, lockerer Tag, ohne großartig was geplant. Nur so ein paar Rahmensachen, die wir schon angekündigt haben, plus noch vielleicht 1-2 extra Sachen, da lasst euch mal überraschen. Und ihr geht jetzt wieder arbeiten, okay? Genau, jetzt geht's jetzt los. So, hi, moin, erstmal würde ich sagen, Matratzen. Wir haben Matratzen gekriegt. Das ist Qualität. Wo habt ihr die denn überhaupt weg? Das habe ich heute Mittag schon versucht, so gut es geht, festzuhalten mit meiner Handykamera. Vielleicht kann Sven damit ja was anfangen. Moin! Die lang ersehnten Matratzen sind da. Ja, können wir Dinger auf die Seite schmeißen. Und das sind dickere Dinger, weißt du? Wie so eine. Auch einfach hier vor? Genau. Wie passt das? Ich wäre noch eine mehr besser gewesen. So eine grüne Folie. Stimmt 4 mm dick. Du sagst das denn besser? Ja, dann kann der Scheiß runterkullern, weißt du? Oder brennt wenigstens nicht sofort durch. So, für alle, die das eben nicht so schnell mitbekommen haben, unser Freund Detlef ist wieder da, von dem wir auch das super Sofa haben. Ja, das ist so. Das ist voll in Gebrauch. Hast du noch gar nicht gesehen, ne? Doch, hier links habe ich also auch Videos, ja. Wir haben jetzt 3 Matratzen bekommen. Also kann die Karre jetzt umgedreht werden. Kann der Rest geschweißt werden. Schauen wir mal. Aber du sagst, wir brauchen noch eine Folie. Ja, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ich habe noch eine. Dann bringe ich die mit, dann kann ich die an den Wagen reinschmeißen. Dann brauche ich die hier nicht extra wieder herfahren, weißt du? Du stolz auf uns? Auf jeden. Also was ich letzte Zeit gerissen habe, das war schon heftig. Fast für dich zu blockieren. Fast. Ja, vielen Dank nochmal. Ja, gerne. Dass du uns wieder aus der Patsche geholfen hast. Ich sehe euch ja schon mit dem Frankreich vom Eiffelturm. Ich nicht. Ja, der hat uns die vorbeigebracht. Und so eine Folie, damit das nicht brennen kann oder so. Du meinst, wenn das gefährlich ist.
an die Matratzen. Genau. Also das Thema Matratzen ist jetzt auch erledigt, die haben wir. Wahnsinn, ihr habt es schon gesehen. Also meine erste Idee, die ich gerade gesehen habe, eine Matratze gleich in den Manta legen, von innen im Ammer reinlegen. Da kann man dem Ammer sich mal im Manta legen und mal gucken. Manta. Aber, wie ich ja schon gehört habe, kommen die Matratzen heute gar nicht zum Einsatz. Nee, heute noch nicht. Heute noch nicht. Heute müssen wir erst nochmal wieder, wie es immer so ist, die letzten Wochen und Monate, schweißen. Und warum? Das werde ich euch jetzt zeigen. Und Zabak muss da einem was zu sagen. Ja, ich nehme mal da mal. Ja. Hier vorne noch Löcher anfertigen, einschweißen und die Front befestigen. Ja, und die Seite auch verschweißen. Ja. Hier Blech anfertigen, verschweißen. Also erstmal hier vorne die Front verschweißen. Genau. Und wenn wir das verschweißt haben, dann könnte der Manta praktisch an die Wand. Ja. Mit den Matratzen. Also müssen wir jetzt sehen, dass wir das fertig kriegen mit dem Schweißen. Gut, dann würde ich sagen, da gehen wir dann gleich weiter. So, Stundenansatz? Das kann man nicht sagen, das weiß ich nie. Bei diesem Projekt, da kann immer wieder was dazwischen kommen. Das kann man schlecht sagen. Aber wir müssen jetzt erstmal alles vorbereiten. Schweißgerät wieder haben wir da ja. Alles eben hier vorne eben herholen, dem anschließen, Strom anschließen, alles, dass alles funktioniert. Und dann geht's gleich los. Ja, also, da würde ich sagen, was mein Chef immer früher gesagt hat, ran ans Band, ne? So sieht's aus. Dann geht's ab. Gesagt? Ran ans Band. Ran ans Band. Was wisst ihr jetzt von mir? Ja. Das ist jetzt vor. Was haben die denn geschrieben? Na, das erste Schweißbären soll in den Innenraum gewinselt werden soll. Warum? Guck dir das an. Prost. Drinne fängt wieder genauso an. Und das Schwarze ist ja nicht nur Farbe, das ist auch ein Rostschutz. Mhm. Der nimmt quasi den Rost auf und bündelt ihn. Ja, aber es kann nicht passieren, dass durch die Hitze des Schweißens der wieder abplatzt. Nein. Weil, ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, die haben die Bleche da so reingesetzt, dass da so eine Lücke zwischen ist. Mein Name ist gerade gefallen. Ja. Was war das? Nee, die Bleche da vorne. Ja, da vorne, da haben wir ja gesehen, da ist von unten ein bisschen Luft. Ne? Ja, ein bisschen. Und da kann man, meine Idee war ja, da kann man auch ein, ich weiß gar nicht, ob viel, so ein Grundeis dazwischen legen und dann da wieder verschweißt, dann sieht man da nicht so. Also wenn wir Pech haben, dann kannst du nicht mehr 100% Gas geben, sondern nur 50. Ja, du sagst das ja, weil das Pedal. Also eine manuelle Drosselung. Ja, da müssen wir noch einfallen lassen. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Aber ich glaube, wenn wir das dann hier umdrehen, dann wird uns irgendwas einfallen, ne? Dass wir das machen. Wie wir das machen. Du bist ja da. Das ist ja gut, der Zabok ist ja da. Der hat immer eine Idee. Dann am Speck, ich muss Schweißgerät holen. Hol. Dann ziehen. Also die runter, damit der da drauf kann. Ja. Und das sind auch die Schrauben dafür. Die falsche Haube. Ach, die blaue war da drauf. Warum hat man jetzt die Haube nicht mehr benutzt? Weil die komplett verbeult ist. Genau. Und die blaue sitzt einen Ticken besser. Ein Ticken. Die blaue ist ein Ticken besser. Ich hol Schrauben. Ja genau, halten kann ich fest. Ja. So, die Anratzschalter sind jetzt überhaupt. Ja, wir müssen einen 10er Ratscher haben. Wir haben so einen kleinen Koffer, wo wir Werkzeug drin hatten. Ja. So, und der ist wieder irgendwo hingestellt worden, was keiner weiß. So, und den müssen wir suchen, ja. Steht er da hinten nicht? Hier ist er auch, ey. Alles einfach drauf, das war bestimmt wieder Udo. Da bin ich nicht, aber da, Mist. Die kommen hier hinten. Mist drin. Gar nicht, guck mal, das ist alles raus. Guck mal da rein. Ja, das ist Mist. Das ist alles leer. Immer auch leer. Ja, das ist schon. Jetzt kommen wir wirklich wegen 10er Schlüssel nicht weiter, ja? Da brauchst du jetzt nicht wieder nicht aufnehmen. Das ist so ein kleiner Knarrenkasten, war das. Der ist irgendwo hingestellt worden. So, ich will ja keinen Namen nennen, ne? Aber das sind Studenten, die hier dann rumlaufen und dann klitzt es weg. Jetzt müssen wir mal Schlüssel suchen. Aber wir haben noch eine Idee, die habe ich noch. Nee, Mann, Matti, weil der ist ja nicht da. Der ist ja in Finnland. Weißt du, da gehe ich jetzt kurz mal rüber und gucke, der hat bestimmt einen 10er Schlüssel. Gut, spannend. Wir gucken hier, was hier los ist. Oh ja, moin, Matti. Matti ist nicht da. Das ist schon mal wieder gut. Oh, hier. Die Lichterketten hängen noch von seiner Party. Matti hat ja Geburtstag gehabt, der hat ein bisschen gefeiert hier. Konnten wir leider nicht, schade. So, jetzt wollen wir mal gucken, oh, was hat er hier denn wieder für schöne Autos? Hier, was Neues hier. Find a Note, Twingo. Oh, hätte ich hier das auch geil, ne? Schön mit Kartons beladen. Ha? Wann meinst du, wenn du schön damit durch Italien fährst? Herrlich. So, jetzt wollen wir mal gucken, was hier ist. Ah, hier. Das ist Qualität hier. Da guckt er mal an. So hat Matti das im Griff. Schlüssel. Nee, das ist Qualität, ne? Wenn wir Martin nicht hätten, dann werden wir ganz schön alt aussehen. Knarre weiß ich nicht, das habe ich nicht so gefunden. Aber ich habe diesen Schlüsselbund gesehen, da bin ich gleich ein bisschen auf der Häuschen gewesen.
Weißt du, guck mal. Na, da guck ich nochmal rein. Dann wieder mal zurück. Aber da kann man schon mal mit anfangen. Guck mal eben. Zabok. Ich habe hier noch so ein Ratschen-Set. Guck mal, mit Ratsche. Hier, das ist so ein kleiner Set, aber da ist so eine Ratsche drin. So, die kann man immer so hier. Klick, klick, ja, das klick. Das sieht schon viel besser aus. Kannst du jetzt weitergehen? Ja. So, und das müssen wir nämlich, wenn wir jetzt nächste Woche hier kommen, zu aufräumen. Dann müssen wir auch mal unsere Werkzeugkisten aufräumen. Ja. Und dann müssen wir das, die Kisten mal ein bisschen bestücken. Ja. Dass wir auch mal einen, so einen Schlüsselsatz kaufen mit Ratschen. Die sind nicht so teuer. Ja. Wie bei Tom kann man das ja holen, ne? Ist so. Firma Tom ist ja Qualität, die haben ja alles. Wir müssen halt die Zuschauer schauen, die uns mal zuschicken. Was mit Schrauben? Ne? Ich sag, vielleicht haben die Zuschauer ja noch ein paar Schrauben. So ein paar, vielleicht ein paar neue. Das müssen natürlich neue sein, weil wir nachher auch noch jede Menge brauchen. Das wäre nicht schlecht. Auch so ein paar Knippelschrauben. Ja, da können wir auch den Baumarkt gehen. Ja, aber wenn die Zuschauer was da haben und die schenken uns vielleicht was, geschenktes Gau, schaut mal nicht im Bauch, ne? Du weißt, wie das ist. Dann können sie auch sagen, ey, da steckt eine Schraube von mir in den Mantel. Ja, das ist natürlich, siehst du, wie weit du schon wieder denkst. Das ja, können ja, die. Da sagen die Zuschauer, da steckt eine Schraube von mir im Mantel. Das wäre natürlich der Hit. Ne? Hast du recht, das wäre natürlich schön. Ne? Aber jetzt hörst du das Geräusch. Zabok, krieg was los. Das funktioniert. Das gab früher, gab es solche Schlüssel nicht. Zabok. Weißt du denn nicht, was zu deiner ist. Zeit bin ich ja mit Papa über den Samen gesprungen. Warte, warte, ich pack mal da. Hauptsatz mit X, das war wohl nichts. Hier oben sieht das gar nicht so schlecht aus. Hier sieht scheiße aus. Da sieht scheiße aus. Ja. Hab ich. Was hast du machen? Ach, du lässt dich jetzt komplett los. Ja, so kann man halt jetzt noch ein bisschen hin und her schieben, ne? Ja, genau. Weil das sind ja die Schrauben, dass du die Haube ausrichtest. Hm. Ne? Jetzt hab ich einen Ohrwurm. Was hast du? Ich hab einen Ohrwurm. Komm was. Roger Whittaker. Der kommt kein Deutsch, ne? Roger Whittaker kann kein Deutsch? Der konnte zwar auf Deutsch singen, aber der konnte nicht Deutsch sprechen. Ja, woher kommt der denn? Ich glaube, der wurde in Afrika geboren. So lerne ich auch was. Er ist zwar Brite, aber in Afrika, glaube ich, geboren. Ich glaube, in Kenia oder so. Hm. Diese Seite sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Aber diese Seite, guck mal, was du hier für Luft hast. Mhm. Ein bisschen minimal. Aber also, du musst sie erstmal ausrichten. Karosseriearbeit, das ist gar nicht so einfach. Da musst du genau gucken, wo du ausrichten musst, wo du das hindrücken musst, wie du das ziehen musst. Die Kurzfühler-Idee. Und dann die Frontpartie umherschieben. So, wir haben jetzt, wenn ich kurz vom Thema abkommen darf, wir haben ja gewonnen, letzte Woche Samstag. Samstag haben wir ja wieder ein Auswärtsspiel im Wymeer. Ja. Und Wymeer sehe ich persönlich jetzt als ganz starken Gegner. Ja. Und wenn wir da jetzt vielleicht auswärts gewinnen können, ne, dann sind wir ganz nah am Spanferkel. Dann sind wir ganz nah am Spanferkel. Ich meine, dass wir jetzt noch zwei Spiele gewinnen müssen. Die müssen vernünftig passen. Die hier, ne? Die dazwischen laufen. Mhm. So, und die müssen ja überall gleich sein. Nachher für die Optik. Ne? Ja. Deswegen muss das genau angepasst werden. Sonst sagen die Leute hier nachher, wenn das Ding fertig ist, was habt ihr da gemacht? Eine Seite ist ein Zentimeter Luft und eine Seite 2 mm. Ne? Ja. Das geht ja natürlich nicht. Das muss alles schon vernünftig genau. So gut wie es geht. Und Zabok ist der Spezialist, der ist ja genau. Ne? Der passt schon auf. Es gibt ja manche Hersteller heutzutage noch, die Neuwagen rausbringen, wo die Spaltmaße. Ja. Alle. Wie alle? Alle Hersteller. Echt? Ist auch schlimm? Ja, ist das wirklich. Also ich habe nur von H gehört, wo ich jetzt auch den Namen nennen werde. Das schön ist. Was? Wenn die jetzt hier zu schmal ist, das Spaltmaß, und weil die Haube hier nach vorne weggeht, dann würde das hier klemmen. Deswegen muss man hier aufpassen, dass man das hier dann vielleicht, also das muss ein bisschen breiter. Na, hat die nicht auch geklemmt, die alte, wo wir den zum ersten Mal aufgemacht haben? Ja. Also das fängt ja schon wieder gut an. Das ist auch wieder so peinlich. Guck, das Video, wir kriegen nicht mal den Motor raus. Ja, das ist nicht so. Also das darf man jetzt nicht überbewerten, da ist ein Klemmer drin. Das ist irgendwo so ein Teil, was klemmt, da darfst du nicht überbewerten. Das Teil heißt auch Klemmer. Jetzt. Nee. Hier ist ja viel mehr Luft wie da. Ja. Genau. Die Haare müssen so. Zabok hat es wieder geregelt. Oh. Ich muss jetzt erstmal fragen, was da deine Schrauben mit. Guck, der ist los. Ja. Das ist. Die Manta-Front ist geheftet, meine Freunde. Und auch ganz genau passen? Ja, das kommt hier noch. Hier wird das jetzt, hier kommt ja noch ein bisschen was drunter, muss man sich vorstellen. Die Kotflügel. Der kommt da hier noch ein bisschen höher.
Dann wird das hier genau. So, hier kann man das ja sehen. Das wird noch, das kommt noch ein bisschen, das wird angepasst noch. Ne? So, dann dieser Spaltmaß, der ist wichtig. Wenn die Haube nachher auf ist, ne, wenn das jetzt zu eng gewesen wäre, dann hätte man ja hier vorne auf der Front gedrückt. Da hätte man die Haube nicht aufmachen können. Beim Manta braucht man die Haube nicht aufmachen. Nicht oft, weil das Qualität ist, ne, wenn der erstmal läuft nachher. Jetzt schnurrt er so weg. So, was machen wir jetzt hier? Jetzt machen wir Feierabend und wir bringen das Werkzeug wieder rüber nach Matti. Wo hat er denn gehört? Wo es hingehört? Weil sonst kriegen wir Ärger mit ihm und das wollen wir nicht. Also. Dann dürfen wir da schließlich die Tür ab, dann kommen wir da nicht wieder rein. Das ist ein Problem, ne? Tschüss. Kuko, du musstest noch was zeichnen, weil wir haben da vielleicht so eine Idee fürs Fuschertreffen. Zeichnen? Ich kann nicht zeichnen. Beziehungsweise ein Fuschertreffen. Welches Wort sagst du immer sehr oft? Außer das ist Qualität. Glitz. Glitz, ja. Glitz. Schreib mal Glitz dahin. Oh Gott, da muss ich jetzt mal üben. Glitz. Todesschicht. Ja, ich glaube, du hast gar nicht vergessen. Siehst du, da ist er nämlich schon wieder, da bin ich schon wieder durcheinander. Ja, das war's schon. Jetzt kannst du auch wirklich abmachen. Ja, du kannst mal gucken. Vielleicht klappt das ja mit der Idee. Glitz. Ja, Glitz ist so ein schöner Spruch, ne? Glitz, wenn man immer so sagt. Glitz, ja. Da sagt man so oft in seinen Wortschatz. Das ist Wortschatz. Das ist so genau wie Studenten. Das sagen die bei der Arbeit oder so. Was hast du was mit deinen Studenten? Das ist irgendwie so ein schöner Wort. Studenten. Ne? Haben wir vielleicht auch noch die Aula? Sind ja auch alle Studenten. Ja, das kann man ja auch noch machen. Genau.